das German Doctors Hospital in Buda. Das einzige Krankenhaus im Umkreis von 70 Kilometern. Bis zu 7 Stunden Anreise nehmen die Patienten auf sich. Hauptsächlich Babys und Kinder werden hier betreut. Ich begleite die morgendliche Visite. Das Team um die German Doctors Katrin Wert und Marc Flütmann schaut sich heute 19 Patienten an, darunter 2 Neugeborene. Viele unterernährte Kinder werden hier wieder aufgepäppelt. Nach Fieber oder Durchfall kommen sie untergewichtig in die Klinik. Hier bekommen sie erst Milch und anschließend hochkalorische Erdnusspaste. Nach durchschnittlich einer Woche sind sie wieder so stabil, dass die German Doctors sie entlassen können. Wie die 11-monatige Trixie. Das ist total schön. Die kam rein, war total krank, hat fast keine Luft gekriegt, hat dann als Grundproblem ihre Unterernährung und ist dann unter Antibiotikatherapie und Innovation total schön geworden. Und jetzt spielt sie frei und geht nach Hause. Unterdessen im Wartesaal der Ambulanz. Durch die gestrigen schweren Regenfälle ist der Fluss angestiegen und es sind viel weniger Patienten als sonst gekommen. Jeden Morgen hält Pflegehelferin Sheila eine sogenannte Lecture, also Unterricht für die Patienten. Heute erklärt sie, dass jeder Patient eine orange Patientenkarte und eine Patientennummer bekommt. Unter dieser können die Ärzte bei jedem Besuch seine Krankengeschichte wiederfinden. Unter den Wartenden ist die 4 Jahre alte Aileen. Kaum zu glauben, dass sie vor wenigen Wochen hier stationär behandelt werden musste. Aileen ist zu uns gekommen als Fall eines unterernährten Kindes mit schwerer Unterernährung und einem sehr lauten Herzgeräusch, was uns bei der ersten Untersuchung aufgefallen ist. Und sie hat am Anfang eine Schwere bekommen. Wir haben sie hier antibiotisch behandelt eine Weile, darunter hat sich die Pneumonie gut gebessert. Nach Krankenhausaufenthalten in Davao und noch einmal in Buda konnte Aileen entlassen werden und wurde ins Ernährungsprogramm aufgenommen. Einmal in der Woche kommt sie nun zum Check-up. Hier muss sie auch einen Appetite-Test machen. Dabei wird geschaut, ob die Kleine selbstständig isst. Sie muss mindestens ein halbes Päckchen der hochkalorischen Erdnusspaste alleine essen und Wasser trinken. So, an increase of 1.5 kilo. Yay! Ernährungsberaterin Marish ist zufrieden. Yay, very good, Aileen. Aileen wird noch einmal von German Doctor Katrin Wert untersucht. Macht es total gut. Und jetzt wird sie einfach bei uns von den Herzmedikamenten weiter eingestellt. Sie kriegt jetzt regelmäßig ihre Medikamente von uns, kriegt zurzeit noch weiter ihre hochkalorische Nahrung. Aber da wird sie demnächst rausfliegen aus dem Programm. Weil dafür ist sie langsam viel zu gut. Die hochkalorische Nahrung muss Aileen 3-mal täglich essen und in einer Woche zum Check-up wiederkommen. So wie viele andere kleine Patienten, die hoffentlich bald wieder gesund sind und Normalgewicht erreicht haben.